Wer kennt das nicht, den richtigen Aussaatabstand einzuhalten? Bei kleiner Saat, wie zum Beispiel Möhren oder Salaten, ist wirklich schwierig. Und wenn das dann alles gekeimt hat und man pikieren muss, ja, was macht man dann mit den Pflänzchen? Meistens muss man sie wegschmeißen, weil sie dann eh eingehen. Und deswegen bastel ich mir meistens im Winter oder Herbst eigene Saatbänder. Dazu nimmt man einfach eine Mischung aus Mehl und Wasser 1 zu 1. Ich habe jetzt einen Teelöffel Mehl und einen Teelöffel Wasser genommen. Man muss halt aufpassen, dass es nicht zu flüssig wird, damit die Saat nicht direkt schon auf dem Zewa oder Klopapier keimt. Dann guckt man auf dem jeweiligen Tütchen, welchen Aussaatabstand man braucht und misst es dann auf dem Zewa oder Klopapier aus. Ich mache dann erstmal einen Punkt und setze da ein Körnchen von den Radieschen. Ich habe jetzt Radieschen genommen. Dann habe ich jetzt 4 cm Aussaatabstand gewählt, die goldene Mitte zwischen 3 und 5. Und setze da immer direkt ein Körnchen drauf. Wenn man dann fertig ist, nimmt man ein zweites Stück, entweder Zewa oder Klopapier, und legt es da drauf. Das dient einfach dazu, dass das Körnchen nicht direkt runterfällt, solange dass die Mehl-Wasser-Mischung nicht getrocknet ist. Und dann kann man sich das zurechtschneiden. Man kann auch Pflanzscheiben machen, dann schneidet man sich was Rundes aus. Das geht total super für Kräuter zum Beispiel. Und bewahrt es in einem Gefäß, entweder Dose oder Glas auf. Und beschriften nicht vergessen, ganz wichtig. Und dann kann man das Saatband in der richtigen Aussaattiefe einbuddeln. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und viel Spaß beim Nachmachen.